Weiß nicht. So ein weniger schlimmer Begriff. Man kann ja auch sagen, boah, das ist sau toll. Ja, aber das war nicht der Sinn der ganzen Sache. Zumindest jetzt nicht. Das hat das nicht mittlerweile irgendwie so einen Status wie Mega? Ein bisschen. Wo ist diese rote Münze, die ich suche? Ich hatte sie doch mal irgendwann. Also ich hatte sie irgendwann mal gefunden, glaube ich. Sau wird dann durch Schwein gereplaced. Ja, ja, das kann passieren. Ja. So, nochmal auf die Karte gucken. Also, da drüben soll es sein. Gibt uns die Sternchen wieder. Gibt uns die Sternchen wieder. Das ist gut. Ja, das ist auch eine Anspielung. Letzten Stream gesehen hättest, wüsstest du, worum es geht. Ah, okay. Ich sehe was. Was du nicht siehst. Ja, den letzten Stream. Nein, den meine ich nicht. Aber wie soll ich denn da oben reinkommen? Mal so gefragt. Keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwo eine versteckte Kanone. Ist bei den roten Kanonenkugeln nicht immer die Kanone. Ah, ich glaube, das ist gar nicht so schwer, wie ich dachte. Okay, jetzt muss ich aber irgendwo noch eine von diesen Blumen herkriegen. Ja. Okay, also heißt das, ich muss... Oh wei, ich seh's kommen. Ich muss mit diesem... Schaffe ich nicht. Das schaffst du ganz alleine. Nee, das tue ich nicht. Och. So, und? Ich immer an dich selbst zweifeln. Du musst an dich glauben. Genau, glaub an die Macht. Ja, das ging ja doch einfacher, als ich dachte. Vergiss den Ring, der ist Tinnef, den habe ich nämlich aus dem Kaugummiautomaten. Der Saftring. Mann. So, wir haben die letzte Münze. Uns fehlen nur noch 5. Badumts. Mein Final Fantasy X2 will nicht starten. Das ist ja grässlich. Und also ja, ich mein, grässlich. Final Fantasy X2 gilt. Final Fantasy X2 ist voll toll. Okay. Ah! Ich will jetzt nicht daran sterben, dass ich hier nicht hochkomme. Oh! Ein großer Pilz! Ein Großmachpilz! Also in der Voodoo Storm jetzt. Boing! Ist Naruto nicht auch wieder so ein Ding, wo eh pausenlos geredet wird, bevor es losgeht? Natürlich. Ja, es muss wohl länger warten, bis der Kampf startet. So, und... So, damit werden wir ja schon mal. Haben wir schon mal ein bisschen was weggeräumt. Hab ich bloß gesagt, ein Riesen-Wario, meint ich. Aua. Ich muss jetzt nur noch ein paar rote Münzen finden, dann bin ich endlich hier fertig mit dem blöden Stern. Ah, warum ist da nichts drin? Spielregeln, die nicht. Das ist ja schrecklich. Boing. Weil ich die weghauen kann, das ist schön. Mario stirbt durch Giftgas. Mario stirbt durch Giftgas und es ist ausnahmsweise mal nicht aus ihm selbst gekommen. Passiert. Ist schon lange her, dass ich ein Mario-Spiel gespielt habe. Er hat auch Furzattacken. Ach ja, stimmt, in Smash Bros. Konnte er ja. Ja. Das ganz gern. Oh. Oh. So. Jetzt schaffe ich das. So, es fehlen nur noch 3 Münzen. Die können ja nicht weit weg sein. Eine könnte zum Beispiel in dieser Box da sein. Theoretisch. Oder auch nicht. Mal gucken. Nö. Null. Die war leer. Okay, nicht ganz leer. Es waren ein paar Münzen, aber keine rote. Ah, Hilfe! Okay, irgendwo war noch eine Piranha-Pflanze, die eine rote Münze hinter sich hatte, das weiß ich noch, aber... Ach, ich nehme erstmal die rote Mario-Mütze, weil ich glaube, es waren keine Münzen mehr, die... Ups. Jetzt der Mario-Sound von Professor Layton wäre nice.
Das ist der Mario. Mach den Mario. Schwing die Arme auf und ab. Der ist nicht von Professor Layton, der ist eigentlich von der Super Mario Show. Wollte gerade sagen, oh mein Gott, die 80er. Ja, ach, 80er? Also ich kenne das noch aus den 90ern. Aus dem Fernsehen. Ja, ich glaube, hier lief es irgendwie in den 90ern, aber ich glaube, in Amerika wurde das schon in den 80ern ausgestrahlt. Naja, Mario kam doch eigentlich erst... Ich meine, das erste Mario kam ja eigentlich erst 89 raus. Also zumindest das erste Nintendo Mario. Hilfe, 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 nein, ich habe meine Mario-Mütze nicht mehr. Okay, zwei Münzen noch, zwei Münzen. Wir bieten zwei Münzen für 1,80. Die Super Mario Super Brother Show. Ja, 89. Oh, das kam ja wirklich zack, 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 Schlag auf Schlag. September 89 war die erste Ausstrahlung. Deutschsprachige Erstausstrahlung am 3. Februar 1991. Hm. 3. Februar 1991, das war vor meiner Zeit. Eine Zeit, wo RTL noch gut war, weil... RTL! Ja. Stimmt. So, ich frag einfach nochmal, wo die restlichen Münzen sind. Frag doch einfach nochmal. Wollen wir wetten abgeben, ob Axido heute Game Over wird? Ich werde heute nicht Game Over. Ich brauche ja schon so ewig, um hier überhaupt mein Leben zu verlieren. Ich wette, aber andererseits, ja. Ich wette auf Müll. Ich wette 1000 Gil. In welchem Spiel? Dass du Game Over gehst. Nee, ich meine, in welchem... Meinst welche... Ja, von wo ist diese Währung? Also, beziehungsweise welcher Teil? Vielleicht ist der Wert ja gar nicht so viel oder so wenig, oder? Eine Komm. Zeit, in der RTL noch gut war. Das war vor meiner Zeit. Finde ich gut. Also, finde ich schade, natürlich, für RTL, ja. Aber... RTL war mal so toll, dass sie alles gebracht haben. Ja, Familienduell. Ja, die war doch super, die Sendung. Ja, fand ich auch. Und der Preis ist heiß und... Ja. Aber toll waren ja mal die Wochenenden. Ja. Mr. Cats. Oder Super Pink. Und richtig toll fand ich dann ja Winspector. Also, Sternziel heute definitiv nicht 120. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen dafür, dass ich jetzt schon wieder so lange gebraucht habe für 2 oder 3. Ist Final Fantasy die Währung Gil? Kann auch in anderen sein. So, Kurs verlassen und ab in den nächsten. Da dürfte es ein bisschen schneller gehen. Ich fand das SNES-Spiel Family Feud besser. Ja. Ist auch trotzdem ja. Familienduell. So, ach, ich muss doch jetzt zu Luigi. Bowser und Turbo Charge Donkey Kong Gala Amiibus, die bei Skylanders Super Charges auftauchen, aber nur in der Nintendo Version namens und Skylanders Super Charge Racing. Warum war die Information jetzt da? Was wollte die bringen? Ich hab keine Ahnung. Das war bestimmt bezahlte Werbung. Oh nee, sowas gibt's hier nicht. Wenn Axido ein Bestia wäre, wäre er Anima. Oh, nein. Nein, garantiert nicht. Wieso dazu, nicht? Dazu ist sein Leid nicht groß genug, dass er zu so ein Bestia werden konnte. Oh, wieso? Wie war's? Wie? Doch. Du kennst mich gar nicht. Ja, mein Leid war riesig. Oh. Mi. Was macht denn der jetzt eigentlich? Oh, er wird zu Metal Wario. So. Ich wollte gerade sagen, Anima muss ich auch kennen aus Final Fantasy 10, oder hast du es nicht gespielt? Ich könnte spoilern. Ich könnte ja sagen, dass Anima die Mutter von... ist. Genau. Aber Moment, dann bin ich ja ein weiblicher. Ja. Aber Bahamut ist besser. Ha,
Nicht in Final Fantasy 9, da wird Bahamut sowas von Alexander umgehauen. Das ist schon nicht mehr lustig. Gibt's hier eigentlich auch nur Luigi-Mütze in dem Level? Nee. Wie soll ich denn dann in das eine Level reinkommen? Nö, das ist jetzt halt, doof. Sollte halt so erwähnt werden, dass die halt was mit Mario zu tun hatten, okay? Wer hatte mit Mario zu tun? Die Amiibos. Achso. Mario muss über die Brüstung springen. Mein Test, ob sich der Co-Moderator nicht verliest und Axido denkt, da steht das böse Wort. Oh mein Gott, ich brauchte gar nicht spoilern, da hat ja, schon jemand was geschrieben. Wo geht's denn hier nochmal nach unten? Ach so, ich kann ja auch hier runterfallen. Aber gut, dass du geschrieben hast, dass Anima die Mutter von Seymour ist, weil ich hätte nämlich gesagt, die Mutter von Sephiroth, weil ich bin nun mal so lustig und vertue mich da öfters. Ah, ist Seymour auch ein Boss? Ja. Dann ist es klar, dass das passieren kann. Ach, hier ist ja auch noch was gewesen. Na okay, dann muss ich mich schnell nochmal treffen lassen. Aber immerhin war, war Seymour nicht so weinerlich wie Sephiroth. Meine Mami! Weil er hat, Seymour hatte Mami immer dabei in Anima. Ah. Aber ich wollte vielleicht noch irgendwann mal Final Fantasy spielen, jetzt habt ihr es mir versaut. Ach, verdammt. Keine Sorge, das war nur, das war geblufft. Ja, das wusste ich. Ah! Du hast gar kein Interesse an Final Fantasy. Naja, es gibt ja bald ein neues. Final Fantasy 15. Was ich mir nicht holen werde, solange der PC rauskommt. Ich glaube, ich kenne die PS4 dafür. Apropos, ich bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht irgendwann doch eine PS4 holen sollte. Und das hat nur einen einzigen Grund. Final Fantasy 15? Nein. Nicht irgendein Spiel. Ah. Es hat den Grund, dass es wohl bald eine PS4K geben könnte. Mein Gott. Und ehrlich gesagt, dann hat die endlich mal halbwegs zeitgemäße Grafik. Ja, das war jetzt ein PS4-Konsolen-Bash. Kommt drauf an, ne? Wenn es nur, Upscaling ist und kein wirkliches 4K. Na, angeblich soll ja zumindest die Grafikeinheit dann, naja, doppelt so schnell sein, ungefähr. Ja, okay, dann ist Axido Shiva. Mein Vormieter hier übrigens aus in der Wohnung hieß so. Shiva? Oh mein Gott. Ja, war aus Indien. Ah. Ja, das ist doch, glaube ich, so eine sechsarmige Dame gewesen eigentlich. Shiva, Göttin des kosmischen Tanzes. Ich dachte, das hatte was mit Eis zu tun. Runter. Ja, in Final Fantasy ist es eine Eiskönigin. So, ich wollte doch eigentlich nochmal hier rein. Aber ich glaube, ich habe jetzt zumindest ein paar Münzen. Ah! Okay, und Münzen habe ich. Also die Münzen, den Münzenstern habe ich. Ich habe jetzt auch alle Sterne davon. Es fehlt mir nur noch eine Sache. Ich brauche nämlich dafür die Mario-Mütze. Er will Weiber damit beeindrucken, womit Shiva zu sein? PS4 ist eine Konsole. Ich dachte, es ist ein Mixer. Ja, naja, es ist ein Toaster. Ist das nicht ein. Nee. Übrigens, ich finde ja, dass die Nintendo Wii U viel besser ist. Jetzt nicht unbedingt grafisch, aber ehrlich gesagt, das interessiert mich einen Scheiß, solange die. Nintendo hat sich nie wirklich um die Optik gekümmert. Wie man an diesem Spiel hier sehen kann. Entschuldigung. Mehr um spielerische Inhalte. Ja, wobei ich es da muss ich jetzt schon noch drüber reden, und zwar. In diesem Spiel hier, in diesem Remake Neuauflage, Aufsetzung, was weiß ich, kalter Kaffee für DS, da haben sie durch dieses neue Schema mit den vier Charakteren auch ein bisschen was falsch gemacht, finde ich. Mark mit C bitte sehr. Ja, er heißt Kark.